Welt der Kriegskunst 2 ist nicht nur auf Platz 1 der Spielecharts, hat nicht nur mittlerweile 370.000 Abonnenten und ein paar Groschen bei In-App-Käufen gewonnen, sondern auch alle Awards. Alle Awards, die das Spiel gewinnen konnte, hat es auch gewonnen. Jetzt werden die Verkäufe hoffentlich richtig hochgehen. Aber die Konkurrenz, sie schläft nicht. Was steht bei der Code Blue Ink an? Erstmal die Roleplay Engine endlich mal fertig machen, damit ich endlich mal weiterkomme. Das hört sich gut an. Weil da bin ich schon ganz schön lange dran. Also wirklich lange. So. Bei uns wird es auch bald wieder einen Roleplay-Titel geben. Und ist das so sinnvoll? Ja, Rollenspiel bei 50% Hype. Es ist in Ordnung. Nur noch 45 Wochen. Nur noch 45 Wochen. Man muss heutzutage den Hype predikten. Ja, so. Und ich habe eine Marktforschung gemacht und der nächste Hype ist... Rollenspiele, bitte? So, jetzt aber. Nicht Rollenspiele. Schade. Schade. 49% der Spieler interessieren sich für einen Game Pass. Ist vielleicht für dich auch ganz interessant. Ja, ich bin ja schon lange im Game Pass-Business drin. Und 85% haben Zugang zum Internet, aber nur 14% wollen es digital kaufen. Ist natürlich für uns besser. Ich sag dir mal, was in Trend kommen wird. Kampfsportspiel kommt in Trend. Tat. Kampfsport? Ob ich mir das antun möchte? Kampfsport? Das ist die große Frage. Da. Fanbriefe. Gib mir alle Fanbriefe. So, was müssen wir denn noch besser machen bei unserem kleinen Rollenspiel? So, perfekt. Besseres Missionsdesign. Gut, gehen wir mal auf die 3 hoch. Schweren sich, ist es zu einfach. Dieses ist es zu einfach, ne? Also, weiß ich nicht. Weiß ich jetzt nicht. Die wollen halt auch eine Herausforderung haben. Das haben sie mit deinem Spiel, haben sie es halt einfach nicht. Ich habe jetzt einfach mal, ich habe dir letztes Folge gesagt, was mein Ziel ist. Ich möchte, dass Welt der Kriegskunst die Spielerzahlen von WoW übersteigt. Das ist mein Ziel. Und ich habe jetzt schon mal den Serverraum auf 14 Millionen geupgradet. Um mich schon mal zu committen, weil ich zahle ja jetzt auch für die Server, die kosten ja eine Menge Geld, um mich einfach zu committen, damit ich jetzt einfach sage, hey, ich muss das jetzt schaffen, sonst gebe ich viel zu viel Geld aus. Ja, du gibst ja so oder so zu viel Geld aus. So ein bisschen wie die, ja, wie in der alten Kriegskunst, wo beispielsweise Brücken hinter einen abgeschlagen wurden oder als die Römer... Waren es die Römer, ich weiß es gar nicht mehr, an den Strand angelandet sind mit ihren Schiffen, dass sie ihre Schiffe verbrannt haben, weil es dann kein Zurück mehr gab. Das macht absolut Sinn, das ist... Sieg oder... Klingt sehr klug. Sieg oder Niederlage. Naja, aber es gibt nicht mehr die dritte Option, Rückzug und Flucht. Ich fand Rückzug und Flucht eigentlich immer ganz gut. Ich bin ein großer Freund von Rückzug und Flucht. Das gibt es hier nicht. Nicht bei uns. Frechheit. Ganz große Frechheit. Wie sieht es denn eigentlich bei meinen Tochterfirmen aus? Die sind alle hier ordentlich am Entwickeln. Das finde ich sehr schön. Die Verwaltung der Tochterfirmen kostet mich gerade 17 Millionen im Monat. Gibt es noch Budget-Games, die ich rausholen kann? Nein. Also wir sind endlich durch. Wir haben jetzt alle Budget-Games, alle Add-on-Bundles, alle Game of the Year Editions. Nee, eine können wir noch. Eine können wir noch. Die bringen wir noch. Die bringen wir noch raus. Dann sind wir startklar. Ich bin startklar. Wie sieht's bei dir aus? Ich bin auch startklar. Gut. Und dann wird auch bald die nächste Konsole bei mir entwickelt.
glaube, du hast jetzt in der Zwischenzeit zwei Konsolen entwickelt, in der ich eine gemacht habe. Naja, aber ich habe ja auch mehr Leute. Ja, das stimmt, das stimmt. Mein Kundensupport kommt auch so langsam ganz gut hinterher. Gothic 3 Complete Edition, bitte nachproduzieren. Was macht ihr denn hier? Ach so, hier Aufgabe abbrechen wäre ganz gut und hier automatisch Produktion machen. Und dann geht es nämlich hier für mich einmal kurz in die Pause. Zack. Denn ich werde eine Konsole entwickeln. Sehr gut. Und das wird eine neue stationäre Konsole. Die Daily Station 3. Bin sehr, sehr kreativ bei den Namen. Und die kostet 180 Millionen. Wir haben das Geld, ja. Was für ein Spiel werden wir vor... Also ich denke mal, wir machen hier Surf and Turf 7 rauf. Vorinstallieren. Die Konsole ist abwärtskompatibel zur Daily Station 2, zur Daily Station Portable 2, Daily Station und Daily Station Portable, klar. Ja, klar. Die sollen alle ihre Spiele auch da weiter drauf spielen können. Gerade am Anfang ist das, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Und dann entwickeln wir die Konsole für 182 Millionen. Auf geht's. Sie haben's ja. Sie haben's ja. Na, so viel habe ich jetzt nicht mehr hier liegen. Ich sehe es leider nicht mehr, weil ich leider zu viele Produkte am Markt habe. Ich habe jetzt 98 Millionen. Aber das würde mich noch interessieren in den Charts. Es gibt doch bestimmt aktuelle wöchentliche Charts. Die sind bunt. Die sind sehr bunt. Ich würde es feiern, wenn du sie dir auch einmal ganz kurz anschaust. Warte, ich mach kurz auf Pause. Ja. Auf Charts und dann wöchentliche Charts? Genau, die wöchentlichen Charts. Die sind wirklich bunt. Siehst du jetzt auch die lilanen Sachen? Moment. Also ich glaube ja. Es waren lilane Sachen dabei. Nicht da oben, Charts. Manchmal ist er auch noch ein bisschen blind. Also in Syndicate zum Beispiel, ne? Das MMO. Genau, und Agents and Hunters? Das ist von dir dann. Nee, da kriege ich leider keine. Das wird bei mir grau angezeigt. Lass mich raten, gibt es ein Spiel, was nicht von uns ist? Also in den Top 10 sind wir nur wir. Ich. Okay, dann kann ich sagen, wir sind in den Top 14. Tochterfirma, du, ich, du, Tochterfirma, ich, Tochterfirma. Galaxy Control, bist du das? Oder? Wo sind wir? Sind wir bei den wöchentlichen Charts? Ich gehe mal auf bis Platz 14 sind dann nur wir, Platz 15. Bei mir ist Galaxy Control ist Tochterfirma von mir, ja? Von dir, okay. Das heißt, dann geht's weiter. Platz 21 ist Platz Blue Boyfriend. Ist es auch von dir? Nein. Das wäre witzig gewesen. Okay, Platz 22 ist der erste Titel, der nicht von uns ist. Und dann geht's aber runter. Ja. Bis Magemind und Starbase Atlantis sind meine. Okay, ja. 33 ist Katari Deluxe Pack von dir? Nein, leider nicht. Okay, 34 dann auch noch mein zweiter Titel, der nicht von uns ist. The Witch Wind, The Gate, 41 und 42? Ja, ist von mir. 41 von mir. Okay, also drei Titel, die nicht von uns sind, gibt es aktuell auf dem Markt. Übrigens, Platz 44 ist auch von mir mit 5. Hoppala. Na gut, die Wahrscheinlichkeit, dass wir so ziemlich genau alles gewinnen, ist natürlich inzwischen durchaus ganz gut. Ich mach mal weiter, ne? Also, ich hab's ja. So verstanden, dass wir weitermachen können. Sehr cool. Wie sieht's eigentlich mit Surf Night aus? Surf Night ist immer noch am Markt. Wie ist denn das möglich? Oder habe ich mich gerade verguckt? Nee, ist Surf and Turf. Ich wollte gerade sagen, Surf Night kann doch nicht mehr am Markt sein. Aber Surf Night hat fast 3 Milliarden eingebracht. Das war natürlich schon ziemlich krass. 2008 oder wann das rauskam, das ist schon was auch sonst, ne? Kann man jetzt hier wird noch die ein tägliche Strategie, Sound dann machen wir die Rache des Sif. Funktioniert ja einwandfrei. Aber die frieren hier? Warum friert ihr denn? Die frieren bei mir auch überall, das kannst du ignorieren.
die frieren bei mir auch überall, kannst du ignorieren. Es hat ja auch noch nie jemand gekündigt. Von daher. Ja, aber ich will ja nicht, dass die frieren. Ich hab da noch zwei Heizungen reingebaut, dann passt es schon. So. Endlich mal wieder. Ja. Hier haben wir Gothic 5. Welches in der Mache ist. Das vertreiben? Kann ich ja jetzt. Ich kann ja jetzt alles selber vertreiben. Auch. Guck mal an. Okay. Ich werde sogar gefragt, ob ich es in den Game Pass packen soll. Ist ja geil. Genau. Ist ja mal mega cool. Also wenn du was selber rausbringst, kannst du entscheiden, ob es in Game Pass kommt oder nicht. Aber wenn deine Tochterfirmen was rausbringen, dann landet es quasi in der Liste, die ich dir eben zwischen den Folgen gezeigt habe. Was passiert, wenn ich jetzt hier ein Spiel rausgebracht habe? Ich habe jetzt das erste Mal selber vertrieben. Bekomme ich die Fans? Ja. Also wenn es ein gutes Spiel ist und das ist kein gutes Spiel geworden. Wenn du es publishst, meinst du? Ja, genau. Genau, es ist, als wenn du es selber gemacht hättest. Okay, gut, dass ich dann schon mal keine Fans bekomme dadurch. Aber okay. Good to know. Gut zu wissen. Und jetzt gehen hier einige Dinge von mir vom Markt runter. Das ist natürlich ärgerlich. Weil Gothic 5 muss natürlich hier noch ein bisschen gepolished werden. So eine kleine Polishing-Aktion hat hier noch niemanden gestört. So ein bisschen Polishing hat noch niemanden geschadet. Vielleicht kriege ich dort ja den Overhype hin. So, kann ich noch mal eins von denen hier mit reinbringen? Wahrscheinlich nicht, ne? Naja. Hier brecht mal die Unterstützung ab. Denn wir brauchen bei Welt der Kriegskunst jetzt mal ein MMO-Add-on. Ach da. So. Wir kriegen einmal alles. Oh, nee. Wir können die selber vertreiben, das ist nicht gut genug. Einmal alles. No. Die können das selber vertreiben. So. Okay, so, wir sind komplett in den Top 10, kann das sein? Wir sind komplett in den Top 10, ja. Oh Mann. Das ist ein Bild für die Götter mittlerweile, oder? Ja, allein meine komplette rechte Seite ist ein Bild für die Götter. Ja. Wenn man also richtig scrollen kann, ist das einfach ein bisschen. Ja, weiß ich nicht. Schon krass. Ja, mittlerweile verdeckt es bei mir nicht mehr unten alles. Aber es war zwischenzeitlich so, ja. Also ich weiß genau, was du meinst. Es wird gleich einen Punkt geben, wo alles nach und nach, also alles direkt hintereinander weg sicherlich rausgenommen wird. Wieso ist die Game of the Year Edition eigentlich schon wieder auf Platz 2? Was ist da passiert? Man weiß es nicht. Die hat einfach 50 Millionen eingebracht. So. Das ist einfach der Wahnsinn. Spiel einfach auch durchgespielt. Welt der Kriegskunst mittlerweile auch jetzt. Wunderbärchen. Superschön. Mit 3 Millionen. Zumindest in der Gewinnzone. Oh, sie sind fertig. Hui. Oh, Plants vs. Vampires Remastered. Ist das von dir? Ja, sicher. Okay, gut. Ich hatte ein bisschen Angst. Ich hatte wirklich die Befürchtung, dass wir jetzt Konkurrenz bekommen. War mir aber nicht gut genug. Wenn ich jetzt hier meine Konsole raushauen möchte, ne? Ja. Mache ich das jetzt oder? Also, ist egal, wahrscheinlich. Einfach raus. Oh, also, nee, das muss ich denn ja. Die muss ich dann wahrscheinlich immer noch richtig hart produzieren, ne? Nee. Die musst du nicht produzieren. Ich muss die nicht irgendwie fertigstellen, ne? Nein.
Okay, also jetzt nicht wie bei den anderen Dingern. Nee. Okay, also kannst du einfach auch, also natürlich, du hast im Sommerloch hast du weniger Verkäufe, aber das ist egal, weil die Konsole, guck mal, meine erste Konsole, die ich erstellt habe, die verkauft sich immer noch. Ja, das ist nicht schlecht. Die ist jetzt in Woche 436, von daher eigentlich ist das Sommerloch ist bei den Konsolen nicht wichtig. So, okay, dann. Die Blue Box! Ja, die Daily Station, die Blue Box, das finde ich cool. Das finde ich cool. Eine 8,2, das finde ich auch ganz cool. Weil es gibt doch diese PlayStation Xbox Grabenkämpfe. Nein, will, die gibt's nicht. Und ich will, dass die jetzt hier auch bei der Daily Station oder Blue Box sind. Vor allem die Blue Box 1 ist halt deutlich besser als die Daily Station 2. Ist sie das? Ja. Sieht das doch, wirklich? Hörst du hast doch nach mir angefangen. Achso, ja, vom Dingens, ja klar. 0,1 ja. Marktanteil, 200.000 Stück verkauft. Minus 135 Millionen. Ja, ja. Witzig wird's, wenn du dir irgendwann anschaust, wie viel Umsatz das gemacht hat. Weil da bist du im hohen Milliardenbereich. Milliardenbereich. Ja, klar, ne, ich mache ja nur 10 Gewinn pro Ding. Ja, genau. Stimmt. Geschickt eingefädelt. Ich habe kurz überlegt, ob ich es anders nennen soll, aber dann dachte ich mir so, Ich wüsste nicht, wie du es anders nennen könntest. Ich hätte es gern eingeschädelt. Ah ja, ja, ich. Hätte ich jetzt nicht. Also. Ja, jetzt nicht drauf gekommen, ne? Ich verstehe es auch nicht, muss ich sagen. Nee. So, und dann das letzte Game Bundle. Ach nice, dann sind auch direkt 5 Spiele jetzt. Ein bisschen das Ganze. Ist halt auch ein geiles Game Bundle. Täglich CEO, täglich CEO 2, täglich CEO 4, Football Manager und Victor, und mein Victor. Der gute Victor. Der ist natürlich auch ein schöner Mann. Ohne Victor, ohne mich. Ohne Victor, ohne mich, absolut. Absolut. Plus 1. Was machen wir denn jetzt hier? So, das hier machen wir raus. So, und raus damit. Uiuiui. Wie hoch ist dein Marktanteil bei der Daily Station 2? 12,9%. Was? Macht es Sinn, auch eine Handheld zu machen? Also macht es Sinn, beides zu haben eigentlich? Ja, absolut. Die kannibalisieren sich nicht gegenseitig. Aber wenn du jetzt noch mal eine Blue Box 2 machen würdest, eine stationäre noch mal, das frisst die erste stark auf. Aber wie gesagt, die Daily Station 1 verkauft sich immer noch 13.000 Mal bei mir. In Woche 442, obwohl die Daily Station 2 da ist. Also es bringt auch langfristig was. Also ich würde dir auf jeden Fall empfehlen, auch ein Handheld zu machen. Das ergibt absolut Sinn. Na gut. Dann machen wir das auch. Konsolen ist. Das finde ich auch sehr gut. Konsole ist abwärtskompatibel und ich kann als Handheld dann auch die Blue Box nehmen. What? Ergibt das Sinn? Weiß ich nicht so richtig. Also es gibt natürlich Handhelden, die ein bisschen was drauf haben. Mhm. Aber die meisten sind natürlich deutlich schwächer. Aber hier ja in diesem Spiel nicht unbedingt. Nee, hier in diesem Spiel ist das nicht so. Da kannst du auch sehr, sehr starke Handhelden bauen. Mit demselben Prozessor und derselben Grafikkarte. Natürlich. Auf deutlich weniger Platz. Ah, ist das schön. Ich finde es ganz, ganz, ganz wunderbar gerade. Das Spiel hat wirklich einen hohen Wohlfühlcharakter, finde ich. Mhm. Ja, plus 1. Ich unterschreibe. Das ist wirklich schön. Wenigstens produziere ich jetzt ordentlich mal. Das Ding ist natürlich, ich habe jetzt auch ewig lange mit 45 verschiedenen Produktionsstätten gearbeitet, die brauche ich ja jetzt alle gar nicht mehr. Das stimmt, ja. Die sind ja alle komplett unnötig. Ich kann einfach eine komplett neue Entwicklung reinhauen.
könnte. Mach's nicht, weil das wäre, glaube ich, zu heavy, aber wäre möglich. Es wäre möglich. Du brauchst ja jetzt nur noch irgendwie zwei Entwicklungen. Eieiei. Oh, ich freue mich schon. Jetzt müssten die Mad Game, genau, die Convention kommen. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön. Gucken wir mal, was wir hier alles anteasern können. Oder nochmal ein bisschen buffen können. Machen wir mal so. Und die Konsolen natürlich auch. Das bufft die Konsolen auch immer schön. Das ist sehr gut. Ich werde es nächste Woche sehen. Kann es einfach. Oh, es ist so schön. Ja. Es ist ja. Sehr befriedigend, muss ich sagen. Auf jeden Fall. Kann ich nur unterstützen. Es ist sehr, sehr befriedigend hier. Gucken wir mal. Naja, hat jetzt nicht unbedingt was gebracht. Okay. So groß war der Unterschied jetzt nicht. Na doch, bei mir sind es so fast 20 gewesen. Was sie nochmal hochgegangen sind. 20 Stück oder 20.000? 20,5. Hype, so. Ja, das, ja gut, das waren dann bei mir irgendwie 7 Hype mehr. Aber doch, das sind auch bei mir in den Verkäufen deutlich mehr. Okay. Doch, das sieht man schon stark. Also wirklich stark. So unfassbar schön jetzt. Es gefällt mir. Also ich wiederhole mich, ich weiß, aber es gefällt mir einfach. Du darfst dich gerne wiederholen. Bei solchen Dingen darfst du dich sehr, sehr gerne. Da darf man auch mal sagen, jo, das gefällt mir. Machst du das eigentlich, wenn du ein Spiel hast von einem anderen Entwickler, machst du dafür selber Werbung? Nur wenn es gerade passt. Und es okay. Ein Banger-Spiel also ist. Vor allem, ja. Weil es einfach nie passt. Ja, oder also wenn da jetzt schon so eine 85 oder so kommt, dann würde ich es sicherlich mal in Betracht ziehen. Ja, es kommt ja selten. Das stimmt. Das kommt ja immer selten vor. Sehr, sehr schön. Dann gehen wir hier nochmal. Haben wir hier alles jetzt gemacht? Haben wir. Sehr, sehr schön. Dann veröffentlichen wir bald mal. Ist es schon soweit? Kannst du schon wieder neue Sachen veröffentlichen? Ja. Crazy. Meine Soundabteilung ist. Ich habe meine Soundabteilung so hart geboostet eigentlich. Aber sie ist einfach nicht schnell genug. Was ist der Wahnsinn? Also, ich mach mal ganz kurz Pause. Ja. Und dann veröffentlichen wir mal ein Add-on. Ja, 70-90% ist in Ordnung für ein Add-on, finde ich. Oder ein... Nee, wir hauen das raus. Und das Add-on machen wir auch günstiger. Wie gesagt, wir wollen ja eher über die anderen Sachen Geld verdienen. So, hauen wir raus. Nächste Woche soll das gerne rauskommen. Ah, verdammt. 5 Spiele brauchen wir noch. Hat eine 91% Wertung bekommen. Ja, sehr stark. Ja, dann kommt die Daily Station 3 raus. Dev-Kits kosten nichts. Wir wollen $10 Gewinn haben. Wird eine 9,7 von 10. Stark. Nicht verkehrt. Dann wird hier entsprechend ein neuer Handheld entwickelt. Daily Station Portable 3. Und da haben wir noch nicht die Speicherkarte für. Produzierst auch wirklich direkt von links nach rechts, ne? Nee, dann will ich auch nicht. Dann, also die wird doch nicht entwickelt. Überraschenderweise. Also das lasse ich erstmal. Aber dann kommt jetzt hier auch noch Code BlueIG5 raus. Oh. Und wird auch noch selbst vertrieben, aber wir machen es ein bisschen teurer.
Da wollen wir nicht ganz so viel, nicht ganz so wenig Geld nehmen. Und auch das kommt nächste Woche raus. Und hat 99% gemacht. Verdammt. Immer noch nicht. Oh Mann, ey. 99%. Wann sind wir soweit? Also es ist schon ein Banger. Ne? Es ist schon ein Banger. Man darf also, natürlich. Wir ärgern uns so, als wenn das ein schlechtes Spiel wäre. Es ist natürlich schon ein Banger, aber. Ja, gut, aber wenn man erstmal so weit ist, dann gibt es ja eigentlich nur noch eins. Nur es noch ist halt Weg. Trotzdem. Und der sagt nach vorne. Trotzdem ärgerlich. Es ist halt trotzdem irgendwie ärgerlich. Und, dann muss ich das kurz einstellen. Das ist korrekt, das musst du. Weil die automatische Produktion ja nicht so läuft, wie ich es mir vorstelle. Dann machen wir hier erstmal beim Add-on, das ist immer einfach. Machst du mal 200.000. Zack. Und du machst hier einmal Code BlueIg 200.000. Und du machst hier diese Special-Version. Hier von nichts. Und so. Und dann geht's weiter. Für mich. Für mich auch. Okay. Sehr schön. Jetzt wird hier ordentlich produziert. Stellen wir wieder auf Automatik. Automatik. Und auf Automatik. Und das sieht schon mal ganz gut aus. Sieht es gut aus, sagen Sie? Ja, wenn ich so in die Charts reinschaue, sind die ganz gut gelandet. Oh, reingeguckt auch nochmal, ne? Heieiei. Klassik, nicht barock. Ah, schön, schön. Sehr cool. Das ist soweit in Ordnung. Damit kann man erst einmal leben. Spezialmarketing gemacht, eieiei. Ja, ich hab's auch einmal nicht gemacht und da wäre es halt die 100er Wertung gewesen. Nein, das war die 100er Wertung? Ja, das wäre die 100er Wertung gewesen. Oh, das gibt ein Dislike. No, wirklich. Das ist belastend. Ja, das war auch belastend. Zum Glück ist es jetzt lang genug her, dass ich das nicht mehr, weinen muss. Und jetzt kommen sie nicht mal hinterher mit dem Produzieren. Eieiei. Du bringst auch einen Banger nach dem nächsten raus, das ist schon der Wahnsinn. Oh, Welt der Kriegskunst stark angestiegen. Das Addon hat das richtig stark geboostet. Schade. Dann sollten wir vielleicht bald noch mal ein Addon machen. Wenn das so stark ist. Oder erstmal ein Add-on für Code BlueIg 5. Wäre auch eine Möglichkeit, ganz klar. Das wäre auch nochmal eine Möglichkeit. So. Wie lange haben wir denn den Trend hier noch? Vier Wochen. Ein Add-on. Kann man gerne nochmal machen. Warum denn auch nicht? Haben die hier alle noch mal ein bisschen was zu tun. Sollen ja auch nicht hier auf der faulen Haut liegen, die Leute. Da bietet sich so ein Add-on schon an. Gaming-Westen-Support mittlerweile auch am Start. Es steht kein Lagerplatz mehr zur Verfügung. Ach du Heilig, ich muss ganz kurz Pause machen. Ja, ist ganz gut. Das ist nicht gut. Dann muss ich irgendwo was rationalisieren. Und zwar sehe ich auch schon hier die Toilette. Wer braucht so große Toiletten? Niemand braucht so große Niemand. Toiletten. Das heißt, ihr kriegt weniger Platz. Dann habt ihr hier eure Toilette. Ist doch in Ordnung. Und dann kommt hier noch ein Lagerplatz hin. Ich hätte nicht gedacht, dass ich noch ein größeres Lager brauche. Ehrlich gesagt. Aber dann ist das jetzt wichtig, weil die kommen hier echt nicht mehr hinterher. Das ist echt blöd.
jetzt nicht ein Riesenlager mehr. Und vielleicht brauche ich auch nochmal eine Produktion. Das heißt, ihr werdet auch ein bisschen Raum verlieren. Und zwar hier der Erholungsraum. Auch ihr müsst ein bisschen euch ein bisschen verkleinern. Aber das kriegt ihr hin. Wieso geht das nicht? Achso, weil eine Tür fehlt. Ah, okay, dann kann ich es nochmal wegmachen. Türen fehlen immer. Also hier kommt die... Nee, die... Ja, doch, da muss die Tür hin. Und dann haben wir hier einen kleinen... kleines Aufenthaltsräumchen. Das sollte doch reichen. Die brauchen sich jetzt auch nicht hier immer so dick machen. Das reicht dann aber auch. Dann ich habe übrigens gerade mal reingeguckt, ne? Ja. Es gibt nicht einen Entwickler, den man mehr kaufen kann. Mindestgröße von nicht 5. Einen. Ach so, ja, das könnte also könnte vielleicht also. Ich meine, ich habe auch durchaus 10 oder 11 Entwickler auf meiner Seite oder 12 sogar. Aber wie viele hast du bitte? Also es könnte vielleicht sein, dass ich den ein oder anderen gekauft habe. Eventuell. Und könnte auch sein, dass ich sie geupgradet habe. Ey, hier passt leider hast nichts. Hast du die schon geupgradet? Ja, ja. What? Hier passt leider nichts mehr rein. Das ist richtig ärgerlich. Warte mal, dann müssen wir woanders was abziehen. Wir kriegen das noch hin. Ich bin mir da sehr sicher. Bestimmt. Wir könnten sonst auch sagen, komm, du machst dich hier größer. Breitest dich hier mal richtig schön aus. So irgendwie. Dann passen hier mehr Leute rein. Und zwar 5 mehr Leute. Und dann können wir hier noch ein bisschen was wegnehmen. Brauchen halt viel Platz. Das ist das Problem. Ich hätte auch gedacht, dass wir jetzt nicht mehr so das große Problem bekommen mit der Produktion, weil es immer mehr digital wird. Das auch, das stimmt natürlich. Aber irgendwie habe ich hier gerade echt Probleme. Kann man das eigentlich nachschauen, wie viel Prozent digital verkauft wurden? Tatsächlich, kann man nachschauen. Okay. Kann man nachschauen, okay. Ist aber auch noch nicht so viel mehr, ne? Also von 440.000 Verkäufen bin ich bei 60.000 digital. Ich glaube, ich kriege keine weiteren Produktionssachen mehr unter. Wir gucken mal rüber, wie es da aussieht. Ich wüsste nicht, wo ich die noch unterkriege. Hast du die eigentlich, du hast die alle nicht, du hast die nicht selber gebaut, sondern, du hast die selber gebaut oder hast du die bauen lassen? Die ganzen Räume? Teils. Also die Serverräume finde ich total blöd, wenn man die selber, also wenn man die automatisch bauen lässt. Ja, da sind immer zwei Dinger drin, ne? Ja, genau. Das und auch bei der Produktion kriegt man mehr rein, wenn man es selber macht. Ja, ja, das stimmt. Okay, ich muss mit denen arbeiten, was ich jetzt hier habe. Ich krieg das nirgends mehr unter, leider. Ja, gut, luck. Damit. Gut, dann weiter. Weiter geht's. Aber ich habe jetzt zumindest noch ein Lager mit reinbekommen. Das ist schon mal viel wert. Ja, das ist schon mal wichtig. So ein Lager. Weil das echt vollgelaufen ist hier. Mein Game Pass ist einfach nicht aktuell. Kann man den Game Pass eigentlich irgendwie benennen? Schade. Doch, den kann man. Doch, kann man klar. Da. Ist natürlich der. Ist Deadly Fury 2 von dir? Nee. Oha. Ein Konkurrent. Können wir das bitte aufkaufen jetzt? Wo kommt das denn her? Ich weiß es nicht. Ich möchte es aufkaufen. Bitte vertreibt euren Scheiß selber. Vielen Dank. Das möchte ich nicht machen. Lasst mich bitte damit in Ruhe. Aber wirklich? Das könnt ihr schon alles alleine machen. Schade, wir kommen nicht... Ich krieg dieses Jahr nichts veröffentlicht. Wirtschaft viel, finde ich auch sehr schön. Der Wirt, der schafft viel.
Der schafft aber auch richtig viel. Der schafft richtig viel, wenn und der Tag auch lang genug ist. Dann mache ich kurz Pause. Bist du etwa am Veröffentlichen? Hau nochmal ein Add-on raus. Er haut raus. Bisschen teurer, damit es nicht ganz so häufig gekauft wird. Das hat ja schon mal ganz gut funktioniert. Ja, nicht so viel teurer. Gute 95% ist für ein Add-on, glaube ich, in Ordnung. Ja, denke auch. Und dann produzieren wir mal ein bisschen davon. Hier. So 300.000 vielleicht. Ich mach weiter. Dann bin ich auch sehr gespannt, wann hier die nächsten Maschinen und so weiter mal verfügbar sind. Ja. Und das sieht ja ganz gut aus in den Charts. Nichts zum Verbessern. Ist immer ganz schön, dass es einfach diesen Pfeil gibt nach oben und dann kann man zwischendurch mal drauf gucken, falls man was verpasst hat. Genau. Schon sehr, sehr cool. Und da, beste Grafik, bester Soundtrack, Entwickler des Jahres, Publisher des Jahres, Spiel des Jahres. Das ist das Quintettel. Hattest du das nicht auch schon mal erreicht? Das hatte ich auch schon erreicht. Das hast du auch schon mal erreicht. Das ist mal ein Erfolg, den man dir nur gönnen kann. Ich habe es auf jeden Fall nachgeholt. Jetzt ist nur die große Frage. Roller Girl Remastered. Von wem ist das? Von mir nicht. Ich kann mich nicht dran erinnern, aber ich habe auch nicht auf alle Namen geachtet, die da so reingeflattert kamen. Vielleicht habe ich ja sogar das Sextett geholt.